Ich nehme an, macht einen Discountbäcker auf. Frisch AG. Wir sind einer der größten Backwarenhersteller Europas. Druckfrisch sozusagen. Das schubst du da ein und dann kein Geld zahlen. Ich kann jetzt erst, wenn ich meinen Lohn kriegt habe. Endlich mal was, wo es Menschen zeigen zu malen. Schaffen Sie da. Sind Sie nicht dieser Hafensänger von der Hobbyfeuerwehr? Nix, Feuerwehr. Mir kehrt die Bäckerei daheim. Dann wird Ihnen als Bäcker der Name Frisch ja geläufig sein. Ja. Nehmen Sie Ihre billige Wege und verkaufen es woanders. Das wird aber schwierig werden. Nein, das ist Hopfen leicht. Unsere Lederhörner sind Qualität gewöhnt. Das harte Brot kostet Hase geben. Es gibt kein hartes Brot, hat es im Krieg geheißen. Kein Brot, das ist hart. Du, Opa. Mein lieber Sohn Florian. Ich gehe nach Südafrika. Aus gegebenem Anlass möchten wir dich heute zum neuen Inhaber der Bäckerei Leible ernennen. Laugebrötzle für die Afrikaner. Na klar, warum nicht? Aber keine Fertigbackmischungen wie beim Vater. Traditionelles Backhandwerk. Gott, ist denn nicht in deinen Schädel, dass wir gegen die Preise vom Frisch langfristig keine Chance haben. Machen Sie doch mal aus der 1,69-Aktion eine 99-Cent-Aktion. Dem Frisch ist es nämlich egal, ob er hier in seiner Filiale Umsatz macht oder nicht. Der hat noch 500 andere. Aber mir hin bloß die eine. Also, und deshalb kämpfe ich bis zum Schluss. Ich bin übrigens Ina. Ja, Florian. Schafft der Vater für einen Backwarendiscounter. Mein Vater ist der Backwarendiscounter. Ich heiße mit Nachnamen Frisch. Das ist ja schön, dass Sie das auch mal erfahren. Und Sie sehe ich ab sofort nicht mal mehr in der Nähe meiner Tochter. Aber nicht in der Nähe. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Geschäft ist Krieg. Ich mach die Regeln nicht. Und im Krieg gibt's nur Verlierer. Im Krug komme mehr um wie im Krieg. Saufsch, stirbsch. Saufsch nicht, stirbsch auch. Also saufsch.